Schönes Ding. Oben cracked. Knockt. Oh mein Gott! Mission failed. We'll get him next time. Ich bin noch da, ist genug. Sniper Tower Move. Knockt. Nani? O mae wa mou shinde iru. Knocked. Ja, zwei Leute. Knocked. Der hier? No, God, please, no, no! Gotcha, bitch! Einer noch. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Ich brauche dringend Hilfe, dringend Hilfe. Beide noch. Ja, natürlich, ja. Oh, du Missgeburt. Schön. Let's go. Digga, dieses Timing-Pech ist unglaublich. Was passiert? Cracked, knock, tot, der Hurensohn, Alter. Ah, du bist direkt wieder da, oder? Einer knockt. Hab einen. Knock, finish. Leingang nicht so gut, sagst du. Nee. Oh, meiner genockt. Aber ich komme mich selber. Oh mein Gott. Eingenockt. Nein. Habt die Deutschen down? Also ein paar Deutsche? Nee, ach man, ja natürlich, Digga. Ne, bei mir ist keiner. Easy peasy. Also ganz ehrlich, wenn ich mir immer so ein paar Videos angeguckt habe zur Tommy Gun, da haben die immer gesagt, naja, die ist okay, aber so gut ist sie gar nicht. Ungelogen, ich habe es mit der Waffe eine Weile gespielt und die ist absolut mega geil. Also natürlich, klar, gegen eine OTS-9 oder eine MP40 im absoluten Nahkampf habt ihr keine Chance. Da müssen wir uns nicht vormachen, das sind natürlich unsere absoluten Gott-Tier-Meta-Waffen. Aber die Tommy geht absolut klar. Ich meine, gerade auf Rebirth Island könnt ihr damit die Gegner übelst umballern. Mit dem 50er-Magazin, gute Mobility und der Schaden ist jetzt definitiv nicht so schlecht. Wie gesagt, sie ist keine Range Waffe und sie ist jetzt auch kein guter Sniper-Support, not at all, weil sie hat dann doch einen relativ schnellen Damage-Drop-Out-Off, aber sonst ist die Waffe absolut geil und lässt sich halt auch wirklich richtig gut spielen. Man muss sie halt bloß dementsprechend richtig bilden und ich habe auf jeden Fall hier den Rückschuss-Boost darauf genommen, ich habe den zweiten Lauf genommen. Wie gesagt, Visier könnt ihr das nehmen, was euch am besten gefällt. Ich habe jetzt hier in dem Fall einfach den Schieferreflektor genommen. Dann den Schaff verstellbar, Sprinten zum Volltempo und Bewegungstempo, weil ich will, dass es also richtig knackig wird und die Präzision merkt man so gut wie gar nicht. Ja, bei Extra, also ich habe hier dementsprechend, also Extra 1 und Extra 2 habe ich alles auf Tempo gemacht, das heißt einmal flink und einmal schnell, weil sonst gibt es hier nichts, was irgendwie richtig, richtig
gutes, Fingerfertigkeit, Waren. Ach, braucht man alles wirklich gar nicht. Auf jeden Fall den Stoffgriff, dann das 50er Schuss Trommelmagazin. Ich hatte jetzt noch mit Brand gespielt, weil das war vor dem neuen Update. Jetzt ist halt immer die Frage, ich meine, Brandmunition ist jetzt dementsprechend genervt worden, verlängert, also die Kugelschnelligkeit wurde genervt von 30 zu 10%. Da ist immer so die Frage, was man jetzt nimmt, aber ich denke, dass Brandmunition, weil die Tommy ist halt wirklich keinen Sniper-Support, das heißt, auf Range wollt ihr wirklich mit der nicht spielen. Brand können wir immer noch machen, sonst geht auch immer noch Hohlspitzgeschosse oder Hohlspitze. Geht absolut auch noch klar, ne? Und auf jeden Fall den Marken Skeletons, damit seid ihr wirklich richtig, richtig gut. Und Leute, also wie gesagt, das ist keine absolute Top-Tier-Hyper-Meta-Mega-Hyper-Sweaty-Waffe, aber um einfach mal so ein bisschen, ich sage mal, Abwechslung reinzubekommen in die MP40 OTS 9, ist die Tommy absolut available. Mega gute Waffe, ey. Gönnt euch gerne noch das Rest des Gameplays und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo oder Modell lasst. Völlig kostenlos, unterstützt mich. Viel Spaß. Der ist gecrackt. Ich krieg einen Finisher. Oben. Ein Schuss. Danke. Ich bin tot. Hat die nicht draufgeschossen? Einer von euch hat draufgeschossen, hab ich schon gesehen. Ja, absolut. Einen habe ich oben noch. Pass auf. Die aimen schon drauf. Boah, ich habe ihn geklettert. Hab ihn. Oh, das ist richtig dick, ich mach Maske. Habt ihr einen Knock? Ja. Crack, Knock. Crack, noch einer. Da, ein paar. Bist du ein Loser, Alter? Oh Gott, ey, hier sind tot, die Leute, ne? Jungs! Komme. Hier waren wirklich gerade zwei Teams aufeinander. Hab ich da reingeböllert? Ja, wollen wir wieder ein bisschen Spaß an der Zone haben. Da sind richtig viele. Nein, ich hab keine Muni mehr gehabt. Hab ihn nicht, sondern große Lüge. Er ist weg, Bro. Die anderen sind unten am Shop, Boys. Mann. Was noch? Zwei knockt, ja, die sind alle tot. Jetzt müssen wir die Bus finishen. Ja, wunderbar. Oh mein Gott, let's fucking go, hast du gedacht? Hallo!